Diablo war besiegt. Eine Zeit lang schien es, als würde Frieden herrschen. Doch es sollte nicht sein. Denn Diablos Essenz lebt im schwarzen Seelenstein weiter. Ich kann den Stein weder zerstören, noch kann ich zulassen, dass sein Übel in den Himmeln verweilt. Und deshalb muss er verborgen werden. Sogar vor den Engeln. Ich bete nur, dass es ausreichen wird. Ihr habt treu gedient, Horadrim. Eure Aufgabe hier ist erfüllt. Und ihr solltet alle... fliehen. Maltael. Nephalem wird euch aufhalten. Niemand hält den Tod auf. Von Engeln, die im Wahn nach Westmark gekommen sind, um alle Menschen innerhalb der Stadtmauern zu töten. Ich werde erfahren, warum sie hier sind. Doch zuerst vernichte ich die Seelenernte, damit die Toten ihren Frieden im ungeformten Land finden können. Mein neuer Verbündeter hier. Ich begrüße euch zum neuen Let's Play Together mit... Jetzt hätte ich fast Cold Rock gesagt. Mit Eis. Ja, yeah, servus. Wir spielen heute hier Reaper of Souls. Das neue Diablo 3 Addon. Muss man dazu sagen... Oh,
Ich wollte nicht dazwischen quatschen, aber warum tust du das bei mir? Man muss dazu sagen, wir haben Diablo 3 auch schon komplett durchgespielt. Wir sind hier mit unseren 60ern unterwegs. Also ich mit meinem Witchdog, er mit seinem Kreuzritter. Ja, 20 Stunden mühevolle Arbeit. Hochleveln. Ich kann sie nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Oh. Aber ihr und Tyrael müsst zusammenarbeiten, um Maltael zu finden. Sag Tyrael, dass wir uns in Westmark treffen werden. Nun geht. Ich werde nicht versagen, das schwöre ich. Gut, dazu sei gesagt, wir sind schon ein paar Level höher, weil wir auch versucht haben, andere Leute noch hochzuziehen, beziehungsweise in der alten Welt einfach noch mal ein bisschen unterwegs waren zum Üben. Und ja, wir sind hier als die Engel der Rache unterwegs oder so. Huch. Und wir gucken uns jetzt mal an, was die Story vom neuen Addon so bringen mag. Ja, ich bin echt gespannt. Verdammt, das Tor! Hättest du doch einen Schlüssel mitgenommen. Und Schotter gewesen, bin ich da. Na, hier wartet der Abfall. Ja. Keine Schätze, gar nichts. Leido. Aber was ich für einen coolen Schädel jetzt mit mir rumtreibt, fällt mir dazu auf. Schädel? Dein Kopf oder was? Ich hab das Gefühl, du machst viel mehr Schaden als ich. Bin hier gerade mal runtergegangen. Und wir spielen das Ganze auf dem Schwierigkeitsgrad. Profi. Profi, genau. Ja. Danke, dass du mich dran erinnerst. Mal wieder. Kleiner Insider. Aber man hat bis jetzt eigentlich nur Gutes gehört von dem Addon. Ich bin echt gespannt. Wir haben uns jetzt ein bisschen Zeit gelassen hier mit dem LPT, eben weil auch Kreuzritter dabei sein sollte, eben dass man hier mal sieht, wie die Klasse gespielt wird. Wenn es jemand spielt, der es nicht kann. Ne? Auf jeden Fall wirklich schon eine Klasse. Macht ordentlich Schaden. Ja, und du hast und so komische Torhammer. Torhammer sind cool. Und du hast so den vom Paladin in D2. Ich habe ganz ehrlich noch nie gerne Paladin gespielt. Ich werde es wahrscheinlich. Oh. Das ist nicht sicher. Wieso nicht? Ehrlich gesagt, will ich das eigentlich nur nicht. Da? Es ist das Ende der Welt. So viele wurden getötet und die Seelenernter sind überall. Gibt es keine Überlebenden? General Thorion verteidigte eine Gruppe Flüchtlinge bei der alten Sakharom-Kathedrale. Doch wahrscheinlich sind sie alle bereits tot. Moment. Ihr seid der Kreuzritter, der die Bastion gerettet hat. Ihr werdet auch uns retten, nicht wahr? Das werde ich. Ich schwöre es. Aber du musst immer so scheiß versprechen und ich muss immer mitziehen. Der Witchdog will nur Tod und Verderben. Und wegen dir? Ja. Ich glaube, wir sind sie los. Und dann... Ich glaube, es handelt sich. Oh, der ist alt. Sehr schön. Ich glaube, es handelt sich hier um einen großen Irrtum, weißt du? Dass wahrscheinlich hier irgendwie die Dämonen was angezettelt haben und die Engel des Todes halt eben die Dämonen vernichten wollen und die einfach eine Fehlinformation von irgendwem gekriegt haben und jetzt hier alle vernichten wollen, weißt du? Bitte was? Ich frag die Theorie, dabei sind doch alle Dämonen gar nicht schon tot, oder? Ja, aber irgendwie müssen wir ja irgendwas besiegen, ne? Das wird nicht. Ah, da wird irgendwie höheres Ziel verfolgt. Aber bis jetzt ist der Schwierigkeitsgrad noch echt erträglich. Ja. Abfangen! Zack!
Ah, die hast du schon richtig schön zusammengezogen gerade. Ja, ich habe eine Fähigkeit, die nennt sich Schuldspruch. Mit der Lüfe Vakuum dabei, zieht die Gegner in der Nähe mit dabei und dann macht es gut. Ja, ist sehr cool. Ah, die stürme ich hier gerade ein. Oh, das Geld ist ja schon. Über zwei. Ach, guck mal an, den kennen wir doch. Herr Kollege Tyrael. Tyrael, warum will Maitail diese Stadt vernichten? Er labt sich am Tod. Jedes Leben, das seine Seelenernter nehmen, macht ihn stärker. Jetzt, da das oberste Übel fort ist, hält Maitail den perfekten Zeitpunkt für gekommen, um den ewigen Konflikt zu beenden. Die Menschheit hat mit diesem Krieg doch nichts zu schaffen. Wir sind die Nachkommen von Engeln und Dämonen. Doch wenn Maitail uns erblickt, sieht er Dämonen. Ach so. Kathedrale, alle Flüchtlinge befinden sich dort. Folgt mir. Ja gut. Huch, was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Doch, doch, das warst schon du. Ja, ich hab Akku mehr zurück. Psst, was ist dies nur Ungeheuerliches? Warte drinnen. Ist das die von ganz am Anfang, wo... Nee. Naja, das ist circa rum, Kathedrale steht da. Hey! Oh! Okay. Oh! Aufhalten! Stopp! Einfach abgesagt. Stopp! Okay, dann müssen wir so umbringen. Okay, die ließ sich sonst nicht aufhalten. So, ich hoffe, der Spielsound ist auch nicht zu laut für euch, ansonsten müsst ihr euch bei mir in den Kommentaren beschweren, dann werde ich das ändern. Und zudem spiele ich mit meinem Standmikro, wo man die ganze Zeit meine... Sie ist der Schlüssel zum Maitails Sieg. Okay. Zudem spiele ich mit Standmikro, wollte ich gerade sagen. Da hört man leider mein Klicken im Hintergrund. Wenn ihr möchtet, dass ich lieber über mein Headset mit einer schlechteren Mikroqualität spiele, dafür hört man da aber kein Klicken, dann müsst ihr das nur in die Kommentare schreiben. Ich freue mich immer über Resonanz, was das angeht. Ja, ich habe gerade irgendeine neue Fähigkeit gekriegt, wo ich überhaupt noch nicht weiß, wo ich die, wenn ich die hätte, hinskillen sollte. Sogar nicht, was die kann. Piranhas habe ich neu. Beschwört ein Schwarm tödlicher Piranhas dabei, der im Verlauf von 8 Sekunden 400% Waffenschaden als Giftschaden verursacht. Und die Gegner erleiden 15% erhöhten Schaden. Okay, was habe ich noch gekriegt? Auch eine schöne neue Bombardement. Mal sehen. Ach, das gehört der Sumpfogator. Ein riesiger Sumpfogator taucht das Wasser auf Kraft der Gegner an. Was machst denn du da? Eine neue Fähigkeit aus. Heftig Bombardement. Ich will den jetzt mal testen. Pass auf. Sumpfogator! Das sind jetzt aber die Piranhas. Irgendwie cool. Pass mal auf. Was? Aber das war doch nicht der. Ein riesiger Sumpfogator taucht auf, steht da. Was wäre denn, wenn ich jetzt die normalen mache? Die sehen ja genauso aus. Ich würde aber gerne den Sumpfogator sehen. Hallo? Er will sich heute nicht. Zum Fogator steht dran. Hatten sie kein Geld mehr, um das zu animieren, wer weiß. Aber wir testen die Fähigkeit einfach mal. Willst du mal anquatschen, den guten Kerl? Ja, mach ich. Setzen wir diesem Wahnsinn ein Ende. Wo ist Maitail? Ich weiß nur, dass er sich nicht mehr in Westmark befindet. Er könnte den schwarzen Seelenstein überall hingebracht haben. Aber was hat er mit dem Stein vor? Gibt es irgendeinen Weg, das herauszufinden? Vielleicht. Als Maitail ihn stahl, brach ein Splitter ab. Vielleicht kann ich seine Pläne nachvollziehen, wenn ich den Splitter untersuche. Dann untersuch den Splitter, während ich die Stadt vor den Seelenerntern rette. Okay. Machen wir das mal. War doch mal ein paar Seelenernter. Kommst du mit? Ja, ohne Moment. Ich habe jede Menge neue tolle Items gekriegt, die ich... Ich habe ein neues Schild, aber ich bin noch nicht gewillt, das auszutauschen. Mein anderes Held. Ich hab einen coolen neuen Kopf gekriegt. Ups, jetzt hab ich die gerade erst gekriegt. Gibt's wieder eine neue Quest? Hier steht General Turin. Ein Seelensplitter, man kann mit dem Seelensplitter. Hast du das Ganze unterbrochen?
Warte mal. Wisst ihr, was die Todesmaid in der Kathedrale vorhatte? Sie wollte dort eine Sphäre erschaffen, die die Lebenden in Maltails Todeskreaturen verwandelt. Eine einzige Sphäre kann jede Stunde hunderte Unschuldige transformieren. Meine Männer berichten, dass es zwei weitere in der Stadt gibt. Seelentiegel. Mit zweien davon verfügt Maltael über eine schier unerschöpfliche Versorgung mit Soldaten. Nicht mehr lange. Okay. Wir sogar mit dem Seelenstein später reden. Der Tod wird euch holen. Okay. Der sagt nur, dass der Tod mich holen wird. Das Böse muss sterben. Mhm. Jo. Gut, mit den anderen will ich jetzt nicht reden. Das wäre mir zu viel Aufwand. Oder was sagt, was ist denn Oswin? Ein Held kommt, um uns zu retten. Ja. Das bringt mir aber meine Frau nicht zurück. Und nimm die andere da vorne. Die hier, mit den Flügeln. Meine Bibliothek ist nicht weit von hier entfernt. Ich wollte sie gerade für den Abend schließen, als ich den Kampflärm in den Straßen hörte. Ich habe die Türen versperrt und bin durch das Hinterfenster entkommen. Doch für meinen offiziellen Bericht werde ich mir wohl etwas Spannenderes zurechtlegen müssen. Ja, überleg dir mal spannend. Bericht. Aha. So, gut. Wir gucken einfach weiter, ne? Taschen haben ja noch Platz. In Tankrek herrscht Tod und Schrecken. Gehen wir rein? Ja, die Altstadt an. So ein Altstadtbummel ist ja immer was Schönes. Ah, hier wissen. Während des Flehens ließ sich der Angiris-Rat endlich darauf ein, mich mit der Suche nach Maltael zu beauftragen. Ich werde nicht versagen, denn die Anwesenheit meines Meisters in den hohen Himmeln wird dringend benötigt. Da ihm Maltaels wachsende Faszination mit den Menschen aufgefallen war, ging Tyrael mir in Sanctuarium mit der Suche zu beginnen. Okay. Also der Chef wird tatsächlich vermisst irgendwie. Das ist doch unser böser Typ. Hey, mal die Ratten und sowas, ne? Hey, da vorne. Ja. Bin nur blau aus, sind's aber gar nicht. Ist ja langweilig. Oh, der ist interessant. Oh ja. Hallo. Hat's dann der abscheuliche Meister der Elemente. Oh, ich sollte nicht im Gift stehen. Da war dein Kroko. Der war cool. Hat dich doch jetzt gar nicht gesehen? Nicht? Nee. Der sah echt cool aus. Muss ich schon sagen. Der explodiert. Ah, ich war eh gefreezed. Ah, der hat auch Schaden gemacht. Ja, der war nicht schlecht. Oh, es gibt ja jetzt auch jede Menge neue Verzauberungs-Items und so weiter. Und auch diesen Mythiker. Oh, was macht die Alte denn? Die Todesmaid. Hey, GZ! Danke. Ey! Ich hab jetzt eine neue Rune für meine neue Fähigkeit. Ach, guck mal, neues Wissen, klicke ich mal eben an. Alter ist verschwinden. Auftragte der Angiras-Rat seinen treuesten Diener, Urzael, ihn zu suchen und in die hohen Himmel zurückzuführen. Urzael machte sich daraufhin auf den Weg, seinen abwesenden Meister zu finden. Begleitet wurde er von einer Sekte, die aus Maltaels ergebensten Anhängerinnen bestand. Nein. Sie kehrten nie zurück. Okay. Oh, was machst du da oben? Ich hätte was gefunden. Und Subfugator, hol sie dir! Oh, der ist ja cool, der Subfugator. Hab ich jetzt auch mal gesehen. Hey, der Schildkämpfer wird jetzt schwerer. Die sind echt böse. Oh, Alter! Mach mal Hühnchen draus! Haben sie dich? Nein, ich lebe noch. Ich kämpfe fleißig. Hey, der Subfugator ist eben cool. Der frisst die für eine kurze Zeit einfach weg. Ja, ist eben schon aufgefallen. Hey, ein neues Schild. Mal sehen, wie das jetzt aussieht. Schild, aber nicht besser als meins. Schade.
Ah, guck mal, hier ins Gasthaus kann man rein. Im Kämpf des Herrenhaus. Oh, oh, geht gleich weiter. Zum Fogator, tu was du kannst. Okay, dann gehen wir mal seine Freunde retten, ne? Ja, läuft, 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 läuft. Hier oben ist ein Schild. Freundschaft und so wird groß geschrieben bei uns. Jetzt, nehmen wir einen. Hey, Rüstungsständer. Drei zack. Waffenständer. Hier geht's rein. Ach. Oh. Wow. Wir haben schon wieder eine Rüstung. Ich mag die Piranhas, die sind cool. Ja, die haben was. Ich finde das immer cool, wenn dieser. Ist der Stück bereits aus der Stadt geflohen? Es ist an der Zeit, dass das Volk sich auflehnt. Dies ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Kommt wieder was. Aber dies ist die Gelegenheit, uns vom Joch des Königs zu befreien. Ich brauche mehr Zeit. Er hat's da. Er ist echt cool, wenn er sich die holt. Ich mag den voll gern. Da vorne blinkt immer noch irgendwas. Bücherregal? Hm. Ah, ich neues Wissen. Als ich das erste Mal auf einen Leichenerwecker traf, nahm ich blinkt was, aber es passiert nichts. Dann streckte er den Arm aus und der Boden vor ihm wurde in einem spektralen Licht gebadet. Die Knochen. Oh, ja. Ob der auch Bosse frisst? Und hey. Bei allem ist diese Viecher hier. Oh, mein Headset-Akku versagt. Das ist nicht so toll. Das wird in der Aufnahme. Jetzt fehlen uns noch. Einmal mit Profis, sag ich dir. Das wäre mal was, aber. Achso, warte mal. Da unten ist noch was Rotes, genau. Oh, den Roten haben wir vergessen, deswegen. Sympogator! Rede mit Severin, dem Lockenstab. Ah, da oben ist er. Danke für eure Hilfe. Aber das ist noch nicht das Ende. Der König hat uns alle im Stich gelassen. Wenn ihr mir nicht glaubt, lest dies. Sein privates Tagebuch. Wo habt ihr das her? Nun, sagen wir einfach, es stammt von jemandem, dem etwas an uns einfachen Leuten liegt. Ich bin so erschöpft. Warum musstest du von mir gehen, Bruder? Ich war nie dazu bestimmt, König zu sein. Der Adel droht mit Aufstand, um mich seinem Willen zu unterwerfen. Sie werden mir die Unterstützung versagen, wenn ich die Bauern nicht klein halte. Meine Position ist hoffnungslos. Hm, okay. Aber hier trocken, also in den Schränken und so ist nichts Tolles. Und ich habe jetzt mal gerade mein Headset nebenbei angestöpselt. Ich hoffe, das hat man nicht so gehört im Kontext. So, findet ihr gehen wir da rechts hoch oder gehen wir da links runter? Gehen wir mal hier lang. Komm gleich. Hauptsache, wir tun was. Tatsache. Warum ist Platz von mir? Ah, cool. Sein Fall für meinen Sumpfogator. Und für sein Schrein der Raserei. Oh, nein. Okay. Hat er den jetzt echt gefressen? Ja. Sehr schön, sehr schön. Aber guten Appetit. Ja, hat sich ja gelohnt, hier hochzugehen. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz habe ich noch? Ah, ein bisschen habe ich noch. Aber wir sind gar nicht schlecht. Super. Rote. Kommt der nochmal wieder? Nö. Aber sind das Skelette oder sind das Zombies? Ja, das sind. Ich bin mir nicht sicher. Wiedergänger, also ja, Zombies in dem Fall, ne? Oder so Skelette. Ach, so eine Mischung vielleicht. Ja, halt Untote. Nennen wir sie Untote. Okay.
Da vorne ist wieder ein Eingang in die alte Schmugglerlager. Wollen wir mal kurz reingucken? Vielleicht finden wir ja, was ja, klar. Wir lassen doch nichts ass. Ah, ein Bestrafer. Symphogator, hol ihn dir! Jawoll! Der frisst echt alles. Gerade wählerisch. Ah, da hielt die an der Wand fest, schade. Ach, die gehören zu uns. Ja, das ist auch so schön. Ach, das sind alles unsere. Ich sehe nur Mobs und denken wir angreifen. Ist Hauptmann nur will. Okay. Oh, ist da. Richtige Truhe. Nun gut. Ja. War jetzt nicht allzu schwer. Hey, hier ist ein Tor. Oh, Symphogator! Ah, der nimmt halt auch, also es ist ein super CC, der nimmt halt immer einen weg. Finde ich klasse. Wenn das auch bei den Elite-Mobs bleibt, dann ist das besser. Ich glaube, bei Bossen wird es nicht ganz funktionieren. Vielleicht macht er wenigstens gut Schaden. Ja, die kriegen ja danach nochmal, ich glaube, 840% Waffenschaden oder so. Oh, da oben sind blaue. Zumindest ist mal sehen. Guck mal, lass mal hier gucken. Ich glaube, da unten noch ein Dungeon. Ja. Ich habe gedacht, vielleicht ist hier oben wieder so Schatzgoblin-Sackgasse, weißt du? Das ist auch eine Sackgasse, aber ohne Schatzgoblin. Gerade drin. Auf jeden Fall können wir die Ecke dann schon mal abhaken. So, bist du sicher, dass das ein Dungeon ist, oder müssen wir da weiter? Ja, geh mal rein. Recht hast du. Auslassen ist ja Anfänger. Oh, traurige Musik. Das ist immer dicke Ratte. Das ist eine ganz dicke Ratte. Zum Fugator, hol dir Ratten! Oh, er wollte nicht. Okay. Vielleicht ist er doch wählerisch. Das würde ich da sagen, wie wäre. Oh, neues Wissen, klick ich einfach mal an. Unterscheiden sich stark von allen anderen Geistern, die ich in Sanctuario zu Gesicht bekommen habe. Sie erinnern an niedere Dämonen. Jedoch werden die Seelen von Dämonen immer in den Höllen wiedergeboren. Ich vermute, dass es sich bei den Phantasmen um die Überreste früher Nephalem handelt, in denen mehr Dämonen als Menschen stecken. Was ist das für eine Höllenpforte daher? Hier schauen wir mal einfach. Ja, warten. Ich brauche mehr Zeit. Dazu sei gesagt, wir sind natürlich kein absoluter Pro-Gamer. Aber auch keine Hardcore-Loops. Zumal ich, wie ich das letzte Mal richtig exzessiv Diablo 3 gespielt habe, war tatsächlich echt noch ziemlich am Anfang. Auch stundenlang gefarmt und alles, da hat sich doch sehr viel verändert bis dahin. Also bis heute.
Und sogar noch den schönen Server-Start mitgekriegt, der so wunderbar geklappt hat. Ja. Tatsächlich zur Release schon gespielt, ne? Jo. Zwölf bis halb eins und dann irgendwann das Spiel wieder. Der Lüli ist jetzt ungewollt im YouTube. Ja, das ist ja schon. Stand gerade unten dran, Christian Ludwig ist online. Achso. Tja, der war schuld. Wer ist halt nicht online gekommen? Was sind denn das für hässliche Fliegetrolle hier? Erzürntes Phantasm. Achso, das hat er ja gerade erklärt hier. In das war das, was eben. Ja. Kann man jetzt mit der Leuchte ran. Explosiver Schädling? Hier vorne ist ein Schein der Stärkung. Den hat er zerbissen. Hey, das ist ein Blauer. Oh, nice. Mit Feuerketten, das ist so toll. Boah, Alter. Schieb die mal. Ich kann nicht schieben. Ja, mein Fetisch. Komm schon, jawoll! Der Gator hat ihn sich geschnappt. Und spuckt ihn nicht mehr aus. Darum gibt's keine Drops. Hat ich den Loot mit runtergenommen. Doch, zum Glück droppen die dann noch. Schöner dann. Ich brauch jetzt extra Ekelhaftes mit den Ratten. Ja, es ist halt vor allem mal was Neues endlich. Das macht mir so Spaß. Ja, ich dachte den ganzen Stachelviechern und das Glöckchen. Das war eine schöne Abwechslung. Und dieser Krokodil Dandy, den finde ich so cool. Oh, meine Taschen sind voll. Das gefällt mir gar nicht. Guck, ich habe da vorne einen Crap eingesammelt. Nee, ich müsste tatsächlich meine Taschen ausleeren gehen. Kommst du mal zu mir, bitte? Warten wir uns über den Klang. War noch ein paar Ratten am Arsch. Ich muss zurückkehren. So, ja, irgendwo gibt's hier bestimmt einen Schmied da oben, ja. Schöne Stadt. So, dann werden wir hier mal blaue Sachen schon mal gleich alles entzaubern. Das brauchen wir alles nicht. Unter Gelb ziehen wir nichts an. Was haben wir hier? Eine Waffe für keinen von uns. Macht zwar mehr Schaden, aber nicht so toll. Oh, aber da verliere ich viel Heal. Aber 2% mehr Damage ist schon viel. Dann? 2%. Da hat Zaubererstab weg damit. Die brauchen wir nicht. Die 3,2 Schaden. Da ist ja alles so viel mehr Damage drauf jetzt. Finde ich aber Zähigkeit. Ja, das ist schon eine gute Steigerung teilweise. Doch, den Kopf zieh ich an. So, was er denkt, können wir einfach so vorlassen. Dann weg damit. Brauche ich jetzt. Brauche auch nicht. Ein bisschen mehr Damage wie die Heilung. Nein, weg damit. Weg. Die werde ich aber anziehen. Da werde ich aber tatsächlich. Nee, weg. Komm, weg damit. Zieh mir nur den Kopf an. Das muss reichen. Und den Hals. Der Hals ist nice. Sehr schön. So, hier noch einen Ring. Na komm, raus. So, den muss ich aber auch sockeln. Erstmal den Kopf anziehen. Dann den Hals. Kann ich den alten eigentlich gleich entzaubern? Ja, weg damit. Schön. So, wo ist meine Truhe? Da ist meine Truhe. Oh mein Gott, wie sehe ich denn jetzt aus? Wie so ein Wurstkopf.
Ups, das wollte ich nicht. Zap, zap. Oh, kein Platz mehr. Ist nicht so schön. Was habe ich hier noch alles Crap drin? Das ist der Wahnsinn. Einfach mal ein bisschen durchsortieren. Ich habe auch noch gar keine Ahnung, wie das mit dem neuen System und so funktioniert. Welches meinst du jetzt? Was? Ja, da gibt's doch die neue Tante hier, die. Also du kannst jetzt transmogrifizieren und. Ich habe noch nicht gefunden, aber. Irgendwie müsste man sich damit mal auseinandersetzen. So, ich wollte jetzt meinen Kopf einfärben, genau. Ups. Ja, wegen mir können wir zurück. Warte, reparieren könnte ich vielleicht noch. Ja, geh mal. Und schauen wir mal, dass wir den Dungeon hier noch fertig machen. Wo wollen wir lang? Also nicht, da wo Viecher sind, ist immer ganz cool. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so eine Ratte hau, dass ich zu wenig Schaden mache, du wirklich. Manchmal das Gefühl, dass wir nicht weniger. Ja, die kommen tatsächlich auch in Massen. Oha. Feuer heiß und so. Öfen, oder? Oh, was ist hier? Ist zu. Toll. Ja, hier ist zu. Da wollen sie uns schon mal nicht. Skelette durchsuchen, das also. Aua! Krieg schon wieder das Feuer ab. Oh! Hey. Das ist ein Fall für den. Alligator! Hol den dir, Gator, jawoll! Hey. Hier ist ein Todeshaken. Atem des Todes? Ein Todeshaken. Bei mir stand Atem des Todes. Halt, Stunde, warte. Ich hab dich gerade kurz für den Boss gehalten. Die Ratte. Nee, weil du so gelb leuchtest, deswegen. Eine strahlende Persönlichkeit. Ja. Da schnappt sich echt alle Viecher weg, die ich eigentlich gerade töte. Ich finde es echt lustig. Mir sind doch alle Fälle. Aber ich hab ja nichts mehr zum Klotten. Kommt schon wieder. Auch zu. Sag, wir musst du irgendwo weitergehen. Ist ja Ebene 1. Wir wollen uns hier nirgendwo haben. Autsch. Da war nochmal so eine Nepal im Seele. Ja, das ist eine verfluchte Truhe, das heißt, hier geht ein Event stattfinden. Oh, Diano, der Hexenmeister. Dienno, was ich auch immer. Ja, da sieht nicht so wirklich viel aus. Ach, sehr schön. Oh, da noch was für uns. Aber Items droppen schon und Mast, das muss man ihn lassen. Ja, die haben so echt schöne Hülle, die droppen hat. Hier, glaube ich, Crap eingesammelt. Mal gucken, unten links geht's weiter. Ja, auch du musst lernen, dass Feuer heiß ist. Oh, ich muss kurz niesen. Oh mein Gott. Ah, oder krieg's unterdrückt? Ich weiß es nicht. Doch, es geht. Wir wollen uns auch nicht haben. Irgendwie das gibt's so nicht. Ganz schön ausgeschlossen. Auch schon wieder verschlossen. Ja.
Wir Pro-Gamer halt. Oh, dramatische Musik. Das muss ja im Prinzip dann hier irgendwo sein. Oh, ich kennst du schon meinen Gartenfreund? Mitten ins Herz. Ich weiß gar nicht, ob die Viecher überhaupt eins haben. Ich glaube nicht dran. Weißt du, eigentlich ist das doch voll unfair, ne? Also ich meine, wir dringen hier in das Territorium dieser hässlichen Viecher ein und ganz klar verteidigen die ihr Gebiet. Und wir schlachten sie ja alle. Ich glaube, einfach mal durchlaufen und lassen sie gerade nicht hier an. Ja, du würdest ja auch nicht wollen, dass irgendwelche Nephilim durch dein Wohnzimmer tanzen und da irgendwelche Attacken hinzaubern. Oder? Das ist schon mal interessant. Hier ist auch schon wieder nichts. Doch, da vorne geht's ja noch weiter. Uhu. Aber ich mag die Musik. Die ich zum Glück auch als Soundtrack besitze, die ich wahrscheinlich eh nie laufen lasse, die Platte. Ich bin melancholisch. Ah. Hey! Wahnsinn, in der letzten Ecke. Jetzt in der besten Runde. Auf jeden Fall haben wir alles gründlich abgesucht, ne? Ja. Ich hab auch eine Sache mitgebracht, von daher ist ja alles perfekt. Die einzelne Ratte, zack! Hey, da ist was Blaues. Wow, das tut weh, das Blaue. Dein Kreuz hat da, ich fühle keinen Schmerz. Du hast so viel Life-Leash, sieh schon aus. Life-Leash ist eine gute Lebensregeneration. Das ist ein Unterschied. Hat aber denselben Effekt, ne? Ja, so ziemlich. Oh, eine Ratte, ich muss sterben! Oh, wir haben noch eine Freundin. Oh, sollen wir hier lang? Ja, gehen wir erstmal hier. Ja, ich glaube, wir gehen. Und, sind wieder nicht da. Ich frage mich, ob wir überhaupt irgendwo Freunde finden. Wir will uns kriegen, so, ja. Wer hat hier eigentlich die ganzen Knochen hingeräumt? Ja. Schon ein Stück Arbeit? Oder waren hier schon so viele andere Helden? Die einfach verkackt haben. Genau. Ja, genau. Hier geht's weiter, oder? Ja, wahrscheinlich, aber ich. Ich will ja immer so jeden Gang mal so abschätzen. Willst du erfahren, ob du noch Freunde findest? Ja, zwei Ratten. Den verstehe ich ganz gut. Freunde. Die eine nenne ich Chip, die andere Chap. Oder A und B Hörnchen. A und B Hörnchen. Oh. Hol ihn dir, Gato, hol ihn dir, jawohl. Ich hab's ja gefunden. Ach so, ein Ratte. Eine Riesenratte, ja. Boah, war ja hinten. Hast du hier einen Abstand drauf? Warte, was? Hast du dir bitte den Abstand an? Oder was hast du denn? Nee, fast. Hey, oh, der ist gelb. Nato, hol ihn dir! Ich fühle mich wie ein Pokémon-Meister! Oh, au, 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 au! Jetzt hat's aber ganz schön weh getan. Ich hoffe, wenn man den Garten noch vorschiebt. Oh, der hat einen Schuss verlangsamt und ist unterwegs. Oh, ich sterbe gleich, ich sterbe gleich, ich sterbe gleich. Oh, au, au, au. Gato, rette mich! Oh, toll. Ah, der hat aber jetzt echt Schaden an mir gemacht. Fleischwerfer. Ja, der war nicht schlecht. Wir haben neues Wissen gefunden. Ja, yeah, krieg ich an. Die Golems hat Adria aus den Blutmarschen geschaffen. Ihre Körper wurden aus dem Wasser und der Erde des Marschlands selbst geformt. Das Leben wurde ihnen mit dem Gift der Kreaturen auch eingebracht. Eine grüne Pest, die aufzuplatzen. Adria, das war doch die Mama von Lea.
Ja, tatsächlich. Also die Mutter von Diablo ist da nicht. Okay. Dann hat er ganz schön Scheiße gebaut. Da kommen die Pfütze, wir kommen. Oh. Gato hatte keine Lust. Ich habe einfach voll getötet. Was, mein Gato? Den auch. Er ist unbesiegbar. Neues Ereignis. Hey. Wellen von Seelenhändler besiegt. Oh, was? Und Feuerstrahldingsen. Oh, oh, oh. Ja, das habe ich. Ich kriege hier Portale. Cool. Wow. Ja, irgend so ein Event halt, ne? Das ist cool. Ja, das ist interessant, war. Viel Feuer auf einem Fleck. Ja, da kriegst du auch mal Schaden, ne? Ja. Das ist mal echt interessant. Wow. Huiuiuiui. Also mir tut das Feuer schon noch sehr, sehr weh. Wow. Das Feuer ist echt interessant, ja. Wow. Ich mal im Kreis und rundherum. Wow. Feuer ist echt übel. Also mitlaufen ist nicht gut. Hilf, hast du da oben noch welche? Ah, einer ist noch da. Komm, Gato, hin mit dir. Ich bin gleich tot. Hier hast du viel Glück. Oh, Boss! Au! Mach ein Schildchen draus und fress ihn, Gato, fress ihn! Jawoll! Uiuiui, und Feuer und hast du nicht gesehen und habt ihr nicht noch ein bisschen mehr auf Lager? Wenn ihr uns schon hier mit allem zumüllt, was es so gibt. Interessant. Yeah, level up! Nice! Ich dachte gerade, da wäre ein Engel aus der Explosion geschlüpft. Aber es war's denn du? Verdammt. Gezeppt. Danke. Oh, du hast einen Dix gekriegt? Was hab ich gekriegt? Du hast irgendwas Pelail. Achso, getötet. Alle getötet. Aber vielleicht ist ja in der Truhe was drin. Gehen wir jetzt noch auf. Tada! Befehlsdornen, Markisensmaragd und noch ein Markisensmaragd. Vitale Clown. So. Gut, ich habe keine tollen neuen Items gefunden, aber ich würde sagen, lass nochmal in die Stadt gehen. Ich kehre in die Stadt zurück. Und, so leid es mir tut, werden wir aber an dieser Stelle auch ein Aufnahmeende machen für diese Folge. Schade, Bro. Das heißt, wir werden uns jetzt die Taschen ausleeren, werden dann uns wieder runterporten und natürlich mit der nächsten Aufnahme beginnen. Aber bis dahin müsst ihr leider warten, bis ich die auch online stelle. Ja, bis dahin, bleibt gespannt, haut's rein und bis zum nächsten Mal. Servus. Auf Wiedersehen, schönen Abend noch.